Moin Moin, ich bin's, euer Flatti. Herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mir ist vorhin etwas Witziges passiert, und zwar ist mir diese Hose hier vorhin aufgeplatzt. Ich habe die jetzt ein bisschen zusammengefaltet, damit ihr erkennen könnt, wenn man die zusammengefaltet hat, erkennt man die noch als Hose. Aber wenn ich die jetzt auseinanderfalte, dann ist das nur noch ein trauriger Überrest von einer Hose. So, ich falte die jetzt auseinander. Und wie ihr sehen könnt, man kann es zwar noch als Hose erahnen, aber ein wirklicher Hosenzweck erfüllt diese Hose nicht mehr. Ich komme mal ein bisschen nach vorne, dann kann ich euch das ein bisschen näher zeigen. Also wie ihr hier seht, im Bereich der linken Seite hat sich das alles komplett von der Naht verabschiedet. Und hier ist einmal komplett die Naht aufgeplatzt, und zwar bis unten durch. Das ist das linke Hosenbein, das ist an der Außenseite einmal komplett aufgeplatzt. Da muss anscheinend irgendwo ein Loch gewesen sein, was sich dann beim Laufen immer weiter vergrößert hat. Am linken Hosenbein habe ich das nicht gemerkt, dass da ein Loch drin ist. So, kommen wir nun zum rechten Hosenbein. So, das rechte Hosenbein ist ja auch komplett aufgeplatzt. Und zwar an der Innenseite. Da wusste ich, dass da ein kleines Loch war, und zwar hier oben in dem Bereich. So, hier war ungefähr das Loch gewesen. Ich habe mir dabei nichts gedacht. Ich habe mir heute einfach eine längere Jacke angezogen, so dass das Loch relativ gut verdeckt blieb. Und da es ja zum Glück an der Innenseite war, habe ich mir dabei nichts gedacht. Und dann, als ich so auf dem Rückweg war, ich war vorhin noch mit zwei Kollegen unterwegs, da habe ich dann so gemerkt, auch hier wird das Loch größer. Dieses Loch hier habe ich als erstes gemerkt, dass es größer wird, also am rechten Hosenbein. Und das eigentlich nur durch den Zufall, weil ich da durch den Zufall da hingefasst habe und gemerkt habe, oh, das Loch ist größer geworden. Da habe ich nur gehofft, hoffentlich schaffe ich es schnell nach Hause, ohne dass die Hose sich komplett verabschiedet. Und das war auch relativ knapp gewesen. Also, ich musste ja noch 4 Stockwerke hochlaufen, und ab da hat sich die Hose komplett verabschiedet. Einmal komplett bis fast nach unten hin. Hier unten hat die noch relativ gut gehalten. Das war schon mal die rechte Hosenseite. Auf der linken habe ich das ehrlich gesagt gar nicht so gemerkt gehabt. Da will ich nicht wissen, wie groß das Loch war, als ich da auf dem Weg nach Hause gewesen bin. Also ich muss richtig assihaft ausgesehen haben. So, die Hose ist definitiv zu nichts mehr zu gebrauchen. Also die wandert so, wie die ist, in die Mülltonne. So, das war's auch wieder von mir. Ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, wartet noch.